Oh ja, servus Leute, servus, servus. Wisst ihr was? Heute machen wir einen T26. Moment, Pause. Heute machen wir einen T26, Sheriff-Tag. Ich habe vorhin von unserem Patrick schon eins hochgeladen und ich habe auch noch ein kleines nettes Spiel im T26, was man auch so schön sieht. So, er funktioniert nicht nur auf Startkarten als Brawler, er funktioniert auch auf dem Feld. Ihr werdet es sehen, Leute. Okay. Okay, ich habe natürlich die Premium-Variante. Ich bin ja Star-YouTuber. Ne? Nein, tut mir leid. Sorry. Nee, ich habe mir den mal gegönnt vor 4 Jahren oder so. Habe ich gefragt, ihr Sam Stock, wollte ich wissen. Hab gesagt, yo. Und ich gedacht, gut, fährst du nicht rechts? Fährst du mit? Wenn er jetzt nicht Stock gewesen wäre, wäre ich rechts gefahren. Hier, die Seite ist ganz interessant, aber wenn du die ISM-Stock hast, dann holst du dir jedes Ding durch. Darum sind wir ganz gut, wenn wir ein bisschen ein paar Sachen abklärt. Natürlich, ein Profispieler jetzt gesehen an der HP, 1400, das ist Stock, aber ich sehe es nicht. Ich frage halt nach, man kann ja Schwätze miteinander, gell? Sage ich immer. So, wo bin ich? Auf Stutzianki. Nee, ist doch wahr. Gut. Ich habe ein bisschen ganz in so eine kleine entspanntere Einstellung zur Maus. Sensibilität nicht ganz so hoch wie unser junger Bursche da. Aber gut, jeder muss so spielen, wie er das kann, möchte und will. T26, Coppola. Einzige Chance bei dem, er hat halt rechts den Coppola, der T26, der andere Sheriff. Und den kann er halt schlecht verstecken. Ich kann meinen rechten Coppola, wie ihr seht, gut verstecken hier ein bisschen. Aber trotzdem hat mich die Sue ein bisschen angekotzt da hinten. Dann fingen sie dann auch an mit HE zu ballern. ISM hält sich sehr schön zurück. Er weiß, dass er Stock ist. Und wartet immer schön im Moment ab, wenn er dann auch schießen kann. Gut, und da hatte ich die Schnauze voll von der blöden Sue da hinten. Habe ich gedacht, komm, versuch's ein bisschen zu snipern. ISM lebt noch. Etwas gediegeneres Gameplay. Ich bin ja schon ein bisschen erfahren mit dem Sheriff. Ich weiß, er kommt hinten raus, ganz gewaltig oft, wie es so ist mit alten Männern. Er ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und was hier gerade ablief, hat mir sehr gefallen. Haben sie gut Druck gemacht. Gedacht, komm, mach so ein, zwei Schüsschen, damit der T3485M nicht ganz so schnell vergewaltigt wird. So lange werden sie durchhalten da hinten. Man muss immer im Auge behalten, wenn du Top-Tier bist, wo kann ich mich wirklich sinnvoll einbringen, wo werde ich gebraucht, wo kann ich meine Panzerung einsetzen. Ja, immer so ein bisschen schauen. Der war ganz schlecht geaimt von mir. Wo meine Maus recht ruhig ist. Aber ich habe gedacht, hier ist erstmal wichtiger mit drei gegnerischen Panzern. Ihr seht es auf der Minimap, dass ich hier mal ein bisschen unsere 25 und unserem TD helfe. Ich glaube, ich wollte noch einen Kill machen. Ja, wenigstens einen noch. Damit die es packen da drüben. Soll jetzt nicht arrogant klingen, ist aber so. Du bist Top-Tier. Du musst die Dinger rausnehmen. Hinter mir fahren sie langsam in die Sue rein, wie ihr es so ein bisschen sehen könnt auf der Minimap. Musste mich ein bisschen beeilen.
Den habe ich noch gekillt, gell? Ja. Gut. Da habe ich gewusst, zwei Panzer sind draußen. Wollte ich eigentlich schon, hab's gesehen, zurückfahren, den Heavys helfen, aber da kam noch der kleine Spritzer. Den gehen wir doch rein mit. Immer wenn wir einen Radpanzer sehen und ihm eine mitgeben können, machen wir das, ne? Das ist. Natürlich bouncen wir oder machen einen Critical Hit, aber egal, sind sie halt die Radpanzer, ne? Und wenn wir die Möglichkeit haben, so einen kleinen, immer eine drauf. So. Gut. Erledigt. Wir hatten da drüben einen P-43 und eine SU noch. Müsste der E-25 schaffen. Und jetzt war es wichtig, hier seht ihr, der T-28, fast schon One-Shot für den 53 DP ISM, dass ich hier ein bisschen HP einbringe. Haben sie gut gemacht, die Jungs. Obwohl ISM Stock war. Jetzt habe ich absichtlich den Tiger ignoriert, weil der 53 gerade die größere Gefahr ist. Ich laber ein bisschen viel gerade, gell? Also egal. Ich will auch ein bisschen erzählen, was mir so im Kopf durchgeht, ne? Ich habe ihn immer noch ignoriert. Ich habe gewusst, den fange ich mir jetzt. Zack. Gut, jetzt war es Zeit für ihn. Es ist wichtig, dann einfach die HP einbringen. Und nicht einfach da drüben stehen bleiben. Und weiter rumsnipern. Und immer schon ein bisschen die Minimap im Auge behalten. Gut. Kill Nummer 4. Die ISM, seht ihr's? Der lebt immer noch. Also, er hat es gut gemacht. Ich glaube, es ist eine richtige, miese, schlimme Qual, ISM Stockturm rumzufahren. Ich glaube, dir holzt alles durch. Ne? Dann nutzen wir das Gelände. Na? Komm, alter Mann. Das habe ich mir so ein bisschen angewöhnt. Kleiner Tipp. Nicht warten, warten und dann schießen, sondern am besten, wenn der Schuss kurz vorm Rausdrücken ist, schon einen Rückwärtsgang einlegen und schon ein bisschen losfahren und dann erst schießen. Aber gut, die Profis unter euch wissen das natürlich. Oh. Ist einfach ein geiler Panzer, muss ich sagen. Ja, heute ist T26 Tag. Das werde ich auch hochladen. Da bringt es nichts, auch vorzufahren. Du bist eh nicht schnell genug. Einfach mal in den Sniper-Modus. Und abwarten. Da kriegen wir nichts mehr ab, glaube ich. Aber eben, immerhin, muss sagen, ISM. Und jetzt fand ich cool, das Team. Es hat Spaß gemacht, mit denen zu spielen. Jo. Seht ihr da links? Man muss ja auch mal das Team ein bisschen loben. Ne? Alles freut sich. Wir haben alle ein gutes Gefühl gehabt. Ein gutes Match. Nur noch 7 Minuten auf der Uhr. Das ist eins der wenigen Matches, die ein bisschen länger gehen in World of Tanks. Die meisten machen uns nichts vor, gehen ja 2, 3 Minuten. Und es hat richtig Spaß gemacht. Man hat auch gesehen, aus Duzianki kann der auch gut funktionieren. Vom Damage zwar jetzt nichts Hervorragendes, aber von den Kills her. Und rechtzeitig umgeschalten und dann da mitgefahren. Immer so ein bisschen, vielleicht könnte man auch zu dem Replay sagen, schaut auf die Minimap, immer so ein bisschen schauen, wo sind meine anderen Panzer? Wie sind sie ausgebaut? ISM war ja Stock zum 5. Mal. Dann dahin fahren, HP einbringen. So. Gut, das soll es gewesen sein. Hat auch Spaß gemacht mit dem auf der Karte. Und jo, schaltet wieder mal ein, dann, wenn ihr Bock habt. Und wenn ihr einen Clan sucht, schreibt mich an. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.